Im Nashornpark tummeln sich neben den etwas behäbigeren Nashörnern, und zwar den Panzernashörnern genauer gesagt, die Hirschziegenantilopen, Vietnam-Sickerhirsche und Nilgau-Antilopen friedlich nebeneinander. Und jetzt sage ich euch was, ich schenke euch was. Der Himalaya-Tar ist eine Ziegenart, verwandt mit den Steinböcken. Der Rentierhirsch hier ist nicht Rudi mit der roten Nase, sondern bestenfalls Rudi mit nur einem Geweihstück. So. Fertig ist der Kumpel. Und naja, dann nehme ich halt den Nachbarn auch noch dran. Hol's doch der Reiher. Naja, in dieser Anlage sind eben nicht nur Reiher, sondern auch Pelikane und Kormorane vertreten. Ja, und manchmal kommen auch diese frechen schwarzen Gesellen und wollen sich an den Delikatessen der Pelikane einfach so ergötzen.
Zebramangusten sind übrigens Raubtiere, und zwar aus der Ordnung der Schleichkatzen. Präriehunde haben mit Hunden eigentlich recht wenig zu tun. Sie sind nämlich Hörnchen und als solche mit den Eichhörnchen in gewisser Weise auch verwandt. Den Namen haben sie, weil man in Nordamerika, wo diese Präriehunde hauptsächlich beheimatet sind, ihre Geräusche für ein Bellen hielt und daher sagte, es sind Präriehunde. Im Heimtierpark gibt's im Frühling traditionell immer junge Zicklein als Nachwuchs. Die Südamerika-Anlage hat unter anderem hier die Vicuñas und etwas später werden wir auch noch die Nandus zu sehen bekommen. Nandus sind übrigens Laufvögel. Auch die Minenrobben sind Südamerikaner, genauer gesagt aus Chile. Leider ist Minenrobben Harims Boss-Kommandante ja kürzlich gestorben. Das darf doch nicht sein, ein Pinguin allein zu zweien? Schauen wir noch bei der pelzigen Rasselbande der Junggeparde vorbei. Geparde sind ja die schnellsten Sprinter unter den Tieren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Das schaffen sie allerdings nur maximal 30 Sekunden lang. Hehehehe